Er war ein geborener Feldherr. Für ihn zählte nur der Sieg auf dem Schlachtfeld. Er war der große militärische Anführer aus Karthago, Hannibal. Hannibal kannte sein Leben lang nur ein Ziel: Rom zu besiegen oder bei dem Versuch zu sterben. Hannibal kämpfte sich über die eisigen Alpen, besiegte Dutzende von Roms erfahrensten Legionen und schrieb Kriegsgeschichte, als seine Truppen auf dem Schlachtfeld an einem Tag 70.000 Männer niedermetzelten. Hannibal ist listenreich. Hannibal ist ein Eroberer. Hannibal ist ein genialer Feldherr. Im Jahr 219 vor Christus ist Hannibal Barkas aus Karthago einer der größten und erfolgreichsten Generäle der Geschichte. Hannibal brennt die mit Rom verbündete Stadt Sagunt bis auf die Grundmauern nieder. Doch diese schwelenden Flammen sind nur die ersten Funken eines tobenden Infernos, das bald den ganzen Mittelmeerraum erfassen wird. Mit ihnen beginnt Hannibal seinen blutigen Rachefeldzug gegen Rom. Hannibals Heimat Karthago ist ein mächtiges Handelszentrum an der Nordküste Afrikas. Karthagos wirtschaftlicher und militärischer Einfluss ist im gesamten Mittelmeerraum spürbar. Sie handelten weit und breit, bis in den östlichen Mittelmeerraum. Man vermutet sogar, dass ihre Handelsrouten bis nach England reichten. Lediglich 650 Kilometer von Karthago entfernt liegt Rom. Noch ist Rom kein Imperium, aber seine militärische Macht bedroht bereits jetzt die Vorherrschaft Karthagos in der Region. Die Römer sind ein sehr kriegerisches Volk. Sie sind noch kein Imperium, aber man sieht bereits jetzt, wie die Republik langsam ihre Grenzen erweitert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Rom und Karthago aneinander geraten würden. Hannibals brutale Zerstörung Sagunts ist eine Herausforderung an Rom. Eine Einladung zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Belagerung Sagunts dauerte unseres Wissens nach 8 Monate. Aus historischer Sicht fehlen uns einige Details. Was wir aber wissen, ist dies: Sobald die Mauern durchbrochen und die karthagischen Truppen eingedrungen waren, ermordeten sie die Männer und verkauften die Frauen und Kinder als Sklaven. Nach diesem Angriff auf seinen Verbündeten lautet die Antwort Roms: Nehmt Hannibal gefangen und kreuzigt ihn. Der römische Geschichtsschreiber Livius schildert eine berühmte Szene. Der römische Gesandte packt mit beiden Händen seine Toga und sagt: Rom bringt euch Krieg oder Frieden. Es ist eure Wahl. Hannibal und die Karthager wählen den Krieg. Die Wurzeln dieses Krieges reichen fast ein halbes Jahrhundert zurück. Im sogenannten Ersten Punischen Krieg kämpften Römer und Karthager erbittert gegeneinander. 400.000 Opfer, fast 15% des römischen Militärs, wurde in diesem Krieg vernichtet. Es war ein entsetzlich blutiger Krieg. Das Römische Reich gewinnt den Krieg und Karthago kommt der Friedensvertrag teuer zu stehen. Ein Teil des Vertrages mit Rom besteht darin, dass Karthagos Flotte auf 100 Schiffe begrenzt wurde. Für eine See- und Handelsmacht ist das fatal. Nach dem Verlust des Großteils seiner Handelsflotte nutzt Karthago seine militärische Stärke, um die Reichtümer Hispaniens auszubeuten. Es stellt sich heraus, dass Hispanien über gewaltige Silberminen verfügt. Die Karthager beuten die Minen aus und entschließen sich, lieber ihre Landstreitkräfte auszubauen als ihre Flotte. Diese waren nämlich seit dem Ersten Punischen Krieg erheblich dezimiert. Hannibals Vater, Hamilkar Barkas, einer der erfahrensten Generäle Karthagos, führt die Armee nach Hispanien. Hamilkar Barkas ist der Begründer einer großen Militärdynastie Karthagos, den sogenannten Barkiden. Und er hasste die Römer abgrundtief. Die Welt des jungen Hannibal ist gewalttätig und blutig. Er sieht seinem Vater Lehre und Vorbild bei seinen brutalen Schlachten zu. Hannibal ist erst 9, als Hamilkar Hispanien erobert. Er wächst quasi auf dem Schlachtfeld auf.
Hamilkar lässt Hannibal in der Kunst der Kriegsführung ausbilden. Mit 19 hat er sein ganzes Leben in Militärlagern verbracht. Dort beobachtet er seinen Vater und lernt, wie man Männer befehligt. Eine von Hannibals Lektionen? Um eine Armee von loyalen Kämpfern aufzubauen, muss er manchmal seine eigenen Leute bestrafen. Wenn ein karthagischer Offizier in der Schlacht versagt, wird er auf dem Marktplatz gekreuzigt. Die karthagische Herrschaft in Hispanien ist ausgesprochen grausam. Sie beruht auf Feuer, Schwert und Kreuzigungen. Doch Hannibal motiviert seine Männer auch dadurch, dass er schläft, wo sie schlafen, isst, wo sie essen und kämpft, wo sie kämpfen. Gehorsam folgen sie seinen Worten, seinem Schwert und seinem vom Vater geerbten Rachedurst. Doch Hamilkars Verlangen nach Rache wird nicht gestillt. Im Jahr 229 vor Christus stirbt er unerwartet. Manche vermuten, dass er ermordet wurde. Sein Platz wird von seinem Schwiegersohn Hasdrubal dem Schönen eingenommen. Dieser baut weitere 8 Jahre lang Karthagos Macht und Größe in Hispanien aus und wird schließlich ermordet. Die Historiker sind sich uneins, ob Hannibal dabei seine Hände im Spiel hatte oder nicht. Dies ist Hannibals Stunde. Mit nur 25 Jahren befehligt er die gesamte karthagische Armee. Er ist wild, kampferprobt und von Hass getrieben. Der Legende nach ließ Hamilkar den jungen Hannibal auf den Altar des Gottes Baal schwören, dass er sein Leben der Zerstörung Roms widmen würde. 219 vor Christus. Sagunt steht in Flammen. Es ist an der Zeit, dass Hannibal seinen Angriff auf Rom startet. Der zweite Punische Krieg hat bereits begonnen. Hannibal stellt eine Streitmacht von rund 50.000 Soldaten zusammen. Da er über keine Flotte verfügt, muss er auf dem Landweg in Italien einfallen. Hannibal ist auf dem Vormarsch. Von Hispanien aus führt er seine Streitmacht entlang der Mittelmeerküste in Richtung Rom. 2,5 zermürbende Monate später erreicht ein erschöpfter, aber kampfbereiter Hannibal die Rhone. Dort muss Hannibal feststellen, dass die Römer bereits über seinen Vormarsch informiert sind. Die Römer hatten von Hannibals Truppenbewegungen in Hispanien Wind bekommen. Doch statt direkt dorthin zu ziehen, waren sie clever. Sie sahen sich die Landkarte an, überlegten, welchen Weg Hannibal nehmen würde und schnitten den Karthagern den Weg ab. Anführer des Angriffs gegen Hannibal ist der erfahrene römische General Publius Cornelius Scipio. Scipios 10.000 Mann starke Streitmacht wartet in Massilia, einem römischen Verbündeten an der Mittelmeerküste. Hannibals 5-mal so große Armee hat soeben die Rhone überschritten. Nun schickt Scipio 300 Mann seiner Kavallerie die Rhone entlang, um Hannibal zu finden. Hannibal sendet 500 Kavalleristen, um den römischen Vorstoß auszukundschaften. Die beiden Erkundungstrupps stoßen aufeinander. Einmal mehr herrscht Krieg zwischen Rom und Karthago. Das ist nur ein kleines Scharmützel zwischen Spähtrupps. In diesem Fall unterliegt Hannibals Truppe und zieht sich zurück. Scipio befiehlt nun seiner gesamten Streitmacht, ihnen zu folgen. Hannibal weiß, dass Scipio nur wenige Tagesmärsche entfernt und ein begabter Befehlshaber ist. Er könnte ihm gefährlich werden. Doch als Scipio an der Stelle eintrifft, wo sich Hannibals Armee eigentlich befinden sollte, ist sie verschwunden. Scipio zwang Hannibal, seinen Plan zu ändern. Statt entlang der Mittelmeerküste nach Rom zu marschieren, wird Hannibals Angriff nun aus dem Norden kommen, über die Alpen. Hannibal nahm nicht aus strategischen Gründen den Weg über die Alpen. Es war ganz einfach die Route, die ihm durch die Römer und die Umstände aufgezwungen wurde. Hannibal erreicht die Alpen im Herbst des Jahres 218 vor Christus. Hier treffen er und seine 50.000 Soldaten auf frostige Temperaturen, tückisches Eis und schmales, felsiges Gelände. Seine Männer sind hungrig und die Vorräte begrenzt. Neben der Infanterie führt Hannibal 9.000 Mann Kavallerie und 37 Elefanten an.
Alle großen Armeen verfügten zu der Zeit über Elefanten. Als die Karthager gegen die Griechen kämpften, hatten sie noch Streitwagen. Diese hatten gegen die Elefanten der Griechen keine Chance. Da sagten sie sich, weg mit den Streitwagen. Wir ersetzen sie durch Elefanten. Zum Zeitpunkt des Punischen Krieges hatte Karthago allein in der Hauptstadt 300 Kriegselefanten. Mit einer so großen Streitmacht die Alpen zu überqueren, ist ein schwieriges Unterfangen. Für Hannibal und seine Armee hat es schreckliche Konsequenzen. Männer erfrieren, Männer verhungern. Einmal versperrt ihnen ein Erdrutsch den Weg. Es ist die Hölle. Sie sind noch nicht mal am schwierigsten Punkt der Überquerung, da gehen ihnen die Vorräte aus. Sie kommen zu einem gallischen Dorf, wo ihnen Proviant und Nachschub angeboten werden. Hannibal nimmt die Hilfe an, aber er ist misstrauisch. Er weiß, dass die Gallier manchmal wohlgesonnen sind und manchmal nicht. Hannibal vertraut den Galliern nicht, nimmt aber die Hilfe an. Dann führen sie ihn zu einem engen Pass. Hannibals Verdacht war wohl begründet. Plötzlich sind die Gallier verschwunden. Es ist eine Falle. Die Gallier haben Hannibal in einen Hinterhalt gelockt. Felsbrocken und Pfeile regnen auf die Karthager herab. Im Laufe seines Feldzugs begegnet Hannibal verschiedenen Stämmen. Die meisten davon waren Gallier, ein Stammesvolk, das ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Frankreich lebte. Sie sind kein vereinigtes Volk und normalerweise verbünden sie sich nicht gegen gemeinsame Feinde. Manche schließen sich Hannibal an, manche bekämpfen ihn. In diesem Fall wollen die Gallier Blut. Die Schlucht wird zu einer tödlichen Falle. Gallier versperren beide Enden der Schlucht. Doch Hannibals Truppen kämpfen sich den Weg frei und lassen den geschlagenen Feind hinter sich. Nach rund 16 zermürbenden Tagen verlassen die Karthager die Alpen. Als sie endlich die Ebene Norditaliens erreichen, ist Hannibals Armee um knapp ein Drittel dezimiert. Sie verlieren rund 18.000 Mann Infanterie, etwa 4.000 Kavalleristen und kommen mit ca. 27 Elefanten an. Hannibals Streitmacht musste also erhebliche Verluste hinnehmen. Doch Hannibal wusste, dass die Überquerung einen hohen Tribut verlangen würde. Seit Kriegsbeginn hatte er einen Plan, wie er seine Streitkräfte wieder aufstocken könnte. Und dazu brauchte er seine Elefanten. Hannibal war bewusst, dass er nicht über genügend Männer verfügte, um gegen die Römer zu kämpfen. In Italien angekommen, würde er sie erst rekrutieren müssen. Und das war Teil seiner Strategie bei der Alpenüberquerung. Er wollte die Gallier auf seine Seite ziehen. Die Gallier hassten die Römer, da sie sich seit Jahrhunderten gegenseitig bekämpften. Außerdem hoffte er, dass er einige Verbündete Roms zum Bündnisbruch bewegen könnte. Er wollte diesen potenziellen Verbündeten mit seinen Elefanten demonstrieren, dass er über eine ernstzunehmende Armee verfügte. Hannibals Elefanten marschieren nach Norditalien und locken erfolgreich gallische Stämme auf seine Seite. Im November 218 vor Christus ist Hannibals Streitmacht auf fast 40.000 Mann angewachsen. Rom begegnet Hannibals Bedrohung seinerseits mit 40.000 Soldaten. Die beiden Armeen befinden sich nun auf einem Kollisionskurs, der die antike Welt erschüttern und Kriegsgeschichte schreiben wird. Die Armeen Karthagos und Roms könnten nicht unterschiedlicher sein. Hannibals Männer sind Söldner. Hannibals Armee kommt aus verschiedenen Teilen der Region. Viele der Männer sind Söldner, die von seinen legendären Führungsqualitäten in der Schlacht gehört haben. Die leichte Infanterie stammt aus Libyen. Diese Männer tragen ein Rundschild und kämpfen mit einem Kurzschwert oder Speer. Die schwere Infanterie besteht aus gallischen Kriegern. Männer, die nackt in die Schlacht rennen und den Feind mit ihren tödlichen Breitschwertern attackieren. Die schwere Kavallerie kommt aus Hispanien und Nordafrika. Die Waffe ihrer Wahl ist entweder ein gebogenes Schwert namens Falcata oder ein Langschwert.
Was Hannibal wirklich zu einem außerordentlichen General macht, ist seine Fähigkeit, all diese verschiedenen Arten von Streitkräften in einem koordinierten Angriff zusammenzuführen. Die römische Armee ist ganz anders als Hannibals Streitmacht. Während die Karthager sehr unterschiedlich sind, sind die Römer einheitlich. Die römischen Soldaten haben eine Rüstung. Bronzehelme schützen ihre Köpfe. Kettenhemden oder Brustplatten bedecken ihre Körper. Jeder Soldat trägt einen der tödlichsten Wurfspeere der Geschichte, das Pilum. Das Pilum hatte eine scharfe Spitze auf einer Stange aus ungehärtetem Metall. Wenn es einen Schild durchschlug, wurde diese Stange vom Gewicht des Holzschaftes verbogen. Man konnte das Pilum nicht aus dem Schild ziehen. Der Feind hatte also die Wahl, entweder mit einem Speer im Schild zu kämpfen oder den Schild wegzuwerfen. Keine gute Idee im Kampf gegen römische Infanterie. Der Tod kommt auch in Gestalt eines geraden Kurzschwerts, geschmiedet aus Eisen, ideal für den Nahkampf. Ihre Scutum-Schilde bieten fast völligen Schutz vor gegnerischen Pfeilen. Hannibals Armee ist fast wahllos zusammengestellt, sein Gegner allerdings eine geschlossene Streitmacht. Die römische Armee war wirklich eine Nationalarmee. Sie sprachen alle dieselbe Sprache und hatten die gleiche Ausbildung. Doch der entscheidendste Unterschied ist ihr Kampfstil. Man hat also diese römische Armee äußerst disziplinierter Soldaten gegen eine Truppe von professionellen Söldnern, die alle schmutzigen Tricks kennen. Am Ticinus treffen diese radikal unterschiedlichen Kampfstile in einem Wirbelwind der Gewalt aufeinander. Hannibals leichte Kavallerie umringt die Römer, greift ihre Kavallerie an, zieht sich zurück und greift wieder an. Es herrscht Chaos und Verwirrung, nicht gerade das, was die Römer gewohnt sind. Das Blut von 2000 gefallenen römischen Soldaten tränkt den Boden. Es ist eine schockierende Niederlage. Der entscheidende Punkt bei diesem Scharmützel am Ticinus ist, dass Publius Scipio verwundet wurde. Die Römer ersetzen Scipio durch den General Tiberius Sempronius Longus, einen großen Führer mit noch größeren Launen. Sempronius ist ein Hitzkopf. Er sehnt sich verzweifelt nach Ruhm und seine einjährige Zeit als Konsul ist fast um. Er kann es kaum erwarten zu kämpfen und Hannibal weiß das. Hannibals Brillanz als Befehlshaber zeigt sich unter anderem daran, dass er seine Gegner genau studierte. Woher er die Information bekam, wissen wir nicht. Natürlich war die Zahl an römischen Befehlshabern relativ gering, sodass sie wohl bekannt gewesen sein müssen. Aber ich denke auch, dass da karthagische Spione am Werk waren. So wusste Hannibal immer, wer auf der Gegenseite den Befehl führte. Er studierte sie eingehend. Er kannte ihre Stärken und Schwächen. Er wusste, dass Sempronius ein Hitzkopf war und konnte sich so perfekt auf ihn einstellen. Die beiden gegnerischen Armeen kampieren auf gegenüberliegenden Seiten der Trebia, knapp 60 Meter voneinander entfernt. Das ist rein geografisch kein großes Hindernis. Es wird aber zum Hindernis, wenn man sich klar macht, dass es Dezember ist. Es ist kalt und es schneit. Es wäre qualvoll für eine Armee, unter diesen Bedingungen den Fluss zu überqueren. In seinem Plan nutzt Hannibal die kühlen Temperaturen, das hitzige Temperament des römischen Befehlshabers und das Überraschungsmoment. Im frühen Morgengrauen schickt er 2.000 oder 3.000 Mann Kavallerie über den Fluss, um das römische Lager anzugreifen. Die Römer werden entsetzt aus dem Schlaf gerissen und stolpern verwirrt in der Kälte umher. Der römische General Sempronius ist außer sich. Er befiehlt seinen Männern, den Fluss zu überqueren und anzugreifen. Sie stürzen sich also in das eiskalte Wasser, um Hannibals Männer zu verfolgen. 40.000 römische Infanteristen und 4.000 Kavalleristen überqueren den Fluss. Sie stellen sich in einer Schlachtformation auf, die aus mehreren Manipeln besteht. Manipel heißt buchstäblich eine Handvoll Männer. Jedes Manipel besteht aus etwa 120 Soldaten. Die Römer stellen sich in einer Schachbrettformation auf. Dies ist eine Formation, die dazu entworfen wurde, vorzustoßen und den Feind zu zermalmen. Doch Hannibal hat die passende Antwort: Elefanten. Die schweren Panzer der Antike. Sie attackieren die Flanken der römischen Kavallerie.
Den Elefanten können die Speere nichts anhaben. Ihr Angriff lässt die Erde erzittern und versprengt die römischen Reiter. Hannibals Kavallerie, 10.000 Mann stark, ist um einiges größer als die der Römer. Seine numidische Kavallerie ist so schnell und wendig, dass sie überall zugleich zu sein scheint. Hannibals schwere hispanische und keltische Kavallerie schlägt mit solcher Macht zu, dass sie die der Römer vernichtet. Hannibals karthagische Kavallerie wendet sich nach innen und zerschlägt die römischen Flanken. Er hat die Römer an drei Seiten umstellt, doch er ist noch nicht fertig. Hannibal hat eine weitere Überraschung für die römische Armee. Mittels speziell ausgebildeter Pferde hat er eine zusätzliche Kavallerieeinheit im hohen Gras versteckt. Ein Trompetensignal ertönt und eine karthagische Kavallerieeinheit prescht aus dem Sumpf zum Angriff. Die Römer schauen sich um und sehen 2000 Reiter auf sich zustürmen. Die karthagische Kavallerie trifft die Römer unvorbereitet und drängt sie zurück zum Fluss, wo sie gnadenlos niedergemetzelt werden. Von den 40.000 Römern und Verbündeten fanden an diesem Tag 28.000 Männer an den Ufern der Trebia den Tod. Das war die schlimmste Niederlage, die die Römer seit 125 Jahren erlitten hatten. Damals verloren sie gegen die Gallier. Die Schlacht an der Trebia ist ein klassisches Beispiel dafür, wie das Überraschungsmoment eine ganze Schlacht entscheiden kann. Das Ergebnis war ein einziges Gemetzel. Aber auch Hannibal erleidet an der Trebia Verluste. Seine Elefanten sterben an Hunger und Erschöpfung. Er reitet den einzigen Überlebenden mit dem Namen Sirius. Das Grauen von Trebia zwingt den römischen Senat dazu, 4 neue Legionen zu entsenden, ca. 20.000 Mann. Rom ernennt zudem 2 neue Konsuln, um die Männer in die Schlacht zu führen, Gnaeus Servilius Geminus und Gaius Flaminius. Ihr Ziel heißt Hannibal, ihn sollen sie aufspüren und vernichten. Im Frühjahr 217 vor Christus beschließen die Römer, dass sie Hannibals Vorstoß nach Süden am besten aufhalten könnten, indem sie ihre Armee aufspalten. Geminus zieht nordöstlich zu der Küstenstadt Ariminum. Flaminius marschiert in westliche Richtung nach Arretium. Sie lassen jedoch die Route durch das Sumpfland des unteren Arno-Tals außer Acht. Diese Moore waren ein enorm großes Sumpfland, das vom Fluss Arno geschaffen worden war. Es ist voller Insekten und Schlangen, eine furchteinflößende natürliche Barriere. Dass irgendwer so verrückt sein könnte, da durchzumarschieren, glaubte keiner der beiden römischen Befehlshaber. Hannibal war jedoch berühmt dafür, das Unerwartete zu tun. Und natürlich versucht er, die Moore zu durchqueren. Dieser Zug kommt Hannibal teuer zu stehen. Hannibal ritt auf Sirius, dem letzten seiner Elefanten. Dabei wurde er angeblich von einem Insekt ins Auge gestochen. Es entzündete sich und er wurde auf diesem Auge blind. Doch Hannibal ist unerschütterlich. Er schleicht zwischen den beiden römischen Armeen hindurch und erreicht die Toskana. Die Karthager stecken die Landschaft in Brand. Hannibal beginnt, die toskanische Ebene niederzubrennen. Häuser, Städte. Er schlachtet Tiere und fällt Bäume. Hannibals Plan? Er will die Gegend zerstören und damit den Zorn des römischen Generals Flaminius entfachen, der Verwüstung von den Stadtmauern Arretiums aus zusieht. Flaminius ist völlig entsetzt. Nicht nur, weil diese Gegend zerstört wird, sondern weil er genau weiß, was Hannibal vorhat. Statt Flaminius innerhalb der Stadtmauern anzugreifen, sendet Hannibal eine Botschaft an andere römische Verbündete. Damit sagt Hannibal diesen Verbündeten, wer Rom die Treue hält, den erwartet ein ähnliches Schicksal. Er möchte die Verbündeten abwerben. Außerdem ist es ein Zeichen von Schwäche, dass die Römer sein Treiben nicht unterbinden. Hannibal kennt seinen Gegner gut und möchte Flaminius auf das Schlachtfeld locken. Warum? Er will so viele Römer wie nur möglich töten, bis der römische Senat genug vom Krieg hat und ein Friedensabkommen will. Das erreicht man nicht mit einer Belagerung. Man muss den Feind aufs Schlachtfeld locken.
Hannibal reizt Flaminius weiter, indem er mit seiner Armee direkt vor den Mauern Arretiums entlang marschiert. Hannibal hält gerade genug Abstand, um Flaminius herauszufordern. Was er damit eigentlich sagt, ist: Komm doch, verlass deine schützende Festung und kämpfe wie ein Mann. Schließlich schnappt Flaminius nach dem Köder. Er verfolgt Hannibal, der immer ein oder zwei Tage vor ihm bleibt. So kann er das Terrain erkunden und sich den vorteilhaftesten Ort für einen Kampf aussuchen. Hannibal und seine 30.000 Mann passieren den Ort Pasignano und erreichen einen hügeligen Wald entlang des Trasimenischen Sees. Flaminius ist ihnen dicht auf den Fersen. Die Straße führt den nun auf einem Pferd reitenden Hannibal zu einem Engpass zwischen den Bergen und dem Seeufer. Inzwischen sind Hannibals Elefanten alle tot. Und als er in diese enge Passage zwischen Klippen und See einmarschiert, bemerkt er sofort den taktischen Vorteil, den diese Landschaft bietet. Hannibal hat den perfekten Ort für seine nächste Schlacht gefunden. Und der verschafft ihm einen entscheidenden Vorteil. Am Morgen steigt vom See ein dichter Nebel auf und verhüllt das gesamte Tal. Eine Deckung wie auf Bestellung. Hannibal befiehlt einigen seiner Männer, am anderen Ende des Tals ein Lager aufzuschlagen. Bestens sichtbar für jeden, der durch den Pass kommt. Es heißt, Hannibal habe Speer weit voraus in die Hügel geschickt, um Lagerfeuer zu entzünden. Die Römer sollten denken, dass er weiter sei, als er eigentlich war. Noch immer auf Hannibals Fersen erreicht Flaminius Pasignano und schickt einen Erkundungstrupp in den Engpass. Dieser berichtet, dass der Pass für einen Hinterhalt zu eng sei. Im Morgengrauen des nächsten Tages beginnt die römische Armee, sich durch den Engpass zu bewegen. Als Flaminius das Tal erreicht, steigt wieder der unheimliche Nebel vom See auf. In der Ferne kann Flaminius die Feuer von Hannibals Hügellager erkennen. Flaminius glaubt, jetzt habe ich ihn endlich. Hannibal sitzt in der Falle. Flaminius befiehlt 6.000 römischen Soldaten, den Hügel hinaufzustürmen und anzugreifen. Die Legion macht sich im Eilschritt auf, er stürmt den Hügel und fällt in Hannibals Lager ein. Die Römer schlagen in wildem Kampf auf Hannibals Infanterie-Nachhut ein. Plötzlich machen Hannibals Männer kehrt und fliehen. Das verleitet die Römer dazu, sie zu verfolgen. Dann lässt Hannibal eine der tödlichsten Fallen der Kriegsgeschichte zuschnappen. 30.000 Mann karthagische Infanterie und Kavallerie erheben sich aus dem Morgennebel und treffen auf die überraschte römische Streitmacht. Die Römer sitzen in der Falle. Die Schlacht tobt entlang des Ufers des Trasimenischen Sees. Hannibals hispanische und afrikanische Infanterie attackiert die römische Spitze. Wilde keltische Stammeskrieger greifen die Mitte an. Numidische leichte Kavallerie attackiert die Römer von hinten. Die Römer sind gefangen. Es ist schrecklich. Sie sind in Marschlinie, nicht einmal in Gefechtsformation. Sie haben ihre Waffen nicht gezogen und diese riesige Armee trifft sie direkt in der Flanke und metzelt sie gnadenlos nieder. Hannibal geht am Trasimenischen See zwei große Wagnisse ein. Zum einen, dass der Nebel zurückkehrt und seine 30.000 Mann in den Hügeln verbirgt. Zum anderen, dass Flaminius sein fingiertes Lager angreift. Beide Wetten gewinnt er. Von 20.000 Römern sterben innerhalb von 3 Stunden etwa 15.000 Mann. Darunter Flaminius selbst. Hannibals Verluste? 1500. Das ist ein Verhältnis von 10 zu 1. Bei einem der erfolgreichsten Hinterhalte der Geschichte wurde eine weitere römische Armee vernichtend geschlagen. Mit 29 Jahren ist Hannibal bereits ein legendärer Taktiker. In weniger als 2 Jahren hat Hannibal Rom 3 katastrophale Niederlagen eingebracht. 2000 Mann am Ticinus, 30.000 an der Trebia und nun 15.000 am Trasimenischen See. Noch nie hatte Rom eine solche Serie von Niederlagen erlebt. Angesichts dieser Niederlage trifft der römische Senat eine verzweifelte Entscheidung. Er ernennt einen Diktator, um Hannibal endlich ein Ende zu bereiten.
Dieser Mann ist Quintus Fabius Maximus. Dass ein Diktator ernannt wird, ist in der römischen Geschichte äußerst selten. Die Vorstellung, einem Mann absolute Gewalt zu verleihen, nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Zur Sicherheit war seine Amtszeit auf 6 Monate begrenzt. Fabius stockt die Armee auf 90.000 Mann auf, die bis dahin größte der römischen Geschichte. Doch er will sie nicht im direkten Gefecht gegen Hannibal einsetzen. Fabius ist ein hervorragender strategischer Denker. Er sieht sich um, betrachtet, was Rom an Soldaten, Flotte und Nahrungsmitteln zur Verfügung steht und vergleicht das dann mit Hannibals kleiner Armee, die fern von der Heimat, ohne Nachschub und ohne Flotte ist. Er folgert, dass Hannibal nicht gewinnen kann und dass es keinen Sinn hat, Hannibal weiterhin auf dem Schlachtfeld besiegen zu wollen. Daraus entsteht die berühmte fabianische Strategie. Verwickle deinen Gegner nicht in direkte Schlachten, sondern zermürbe ihn. Wenn er Trupps auf Nahrungssuche aussendet, töte sie. Wenn ihm jemand in einem Dorf Unterschlupf gewährt, brenn den Ort nieder. Fabius' Strategie macht Hannibals Männer hungrig und müde. Sie werden ständig gejagt und können ihre Vorräte nicht mehr aufstocken. Fabius' Strategie war exakt die Strategie, die Rom brauchte, um einen Mann wie Hannibal aufzuhalten. Für Hannibals Strategie, in deren Mittelpunkt Gefechte stehen, braucht er einen Gegner, der das mitmacht. Indem er sich weigerte, ihm Schlachten zu liefern, verweigerte Fabius Hannibal jenen Krieg, den er zu führen wünschte. Diese Strategie hätte funktioniert, doch man brauchte politische Unterstützung. Der Senat hätte Fabius diese Strategie 3, 4, 5 Jahre weiterführen lassen müssen. Doch das war nicht Roms Art. Trotz des bisherigen Erfolgs der Strategie zwingt der ungeduldige römische Senat Fabius, nach 6 Monaten zurückzutreten. Sie kehren zu ihrem gewohnten Herrschaftssystem zurück, indem sie 2 zivile Konsuln ernennen. Gewählt werden Lucius Aemilius Paulus und Gaius Terentius Varro. Varro möchte Hannibal in einem offenen Kampf bekämpfen. Paulus jedoch möchte sich nicht in die Schlacht locken lassen. Das Problem hierbei ist, dass die beiden Konsuln Paulus und Varro täglich abwechselnd das Kommando haben. Das mag verrückt klingen, aber einen Tag war Paulus oberster Befehlshaber, am nächsten Tag Varro. Hannibal ist sich dessen sehr wohl bewusst und er weiß, gegen wen er lieber kämpfen würde. Hannibals Stärke liegt im offenen Kampf. Er möchte Varros Art von Krieg führen. Hannibal holt seine Erkundungen ein, wartet ab und greift genau in dem Moment an, in dem Varro das Kommando übernimmt. Varro schickt umgehend seine Streitmacht los, um Hannibal nahe Cannae abzufangen. Varros kolossale Armee besteht aus über 80.000 römischen und alliierten Fußsoldaten und 6.000 Kavalleristen. Es ist die gewaltigste römische Streitmacht, die je auf einmal ins Feld geführt wurde. Varro lässt seine Soldaten in einer römischen Formation antreten, die sich von den gewöhnlichen Formationen etwas unterscheidet. Die Soldaten rücken ein bisschen enger zusammen als früher, sodass die Front kürzer, aber die Formation viel tiefer ist. Nur 90 Meter entfernt bringt Hannibal seine eigene Infanterie mit 35.000 Mann in Position, in einer Aufstellung, die auf einem westlichen Schlachtfeld noch nie zuvor gesehen wurde. Normalerweise stellte man eine Infanterielinie gerade auf. Er stellt sie in einem gewölbten Bogen auf, mit dem Bauch des Bogens in Richtung der römischen Linien. Hannibal selbst führt die Infanteriemacht vom Zentrum der Linie aus an. Eine vernichtende Schlacht beginnt. Die Infanterieschlacht tobt heftig. Doch es ist die karthagische Kavallerie, der erste wichtige Schlag gelingt. Schwere Kavallerie kracht mit solch heftiger Wucht in die römische Kavallerie, dass diese zerschlagen wird. Angesichts der eigenen Verluste fliehen die Überlebenden.
Bei dem Versuch, diesem überwältigenden Angriff zu entkommen, werden die Römer in vollem Lauf niedergemetzelt. Es ist der Anfang einer der berühmtesten Schlachten aller Zeiten. Hinter den feindlichen Linien befiehlt der karthagische Kavalleriekommandant einem Teil seiner Truppe, die numidische Kavallerie auf der anderen Seite des Schlachtfeldes zu unterstützen. Mit einer Übermacht von beinahe 4:1 macht die karthagische Kavallerie an den Flanken kurzen Prozess mit der der Römer. Im Zentrum drängt die schwere römische Infanterie Hannibal zurück. Doch es ist ein Trick. Hannibal weicht absichtlich zurück. Und deshalb hat Hannibal seine Männer ursprünglich in einem Halbkreis aufgestellt. Er wusste, dass die Mitte zurückweichen würde und dass seine Flanken standhalten würden. Die Römer schicken siegesgewiss mehr Truppen in die Mitte. Die ursprüngliche Bogenform der karthagischen Linie ähnelt nun einem V. Je mehr sich Hannibals Infanterie zurückdrängen lässt, umso tiefer werden die römischen Einheiten in eine V-förmige Linie gezogen. Je weiter sie vordringen, desto enger werden sie zusammengedrängt. In diesem V zusammengedrängt, kann die römische Infanterie sich nur in eine Richtung bewegen, geradeaus. Nach Livius ist der Druck so groß gewesen, dass die Arme der römischen Soldaten an ihre Körper gepresst wurden. Sie konnten ihre Schwerter nicht heben. Auf Hannibals Signal hin wenden sich seine Soldaten zur Mitte und drängen die Römer noch enger zusammen. Hannibal versperrt vorne den Weg. Seine Infanterie presst gegen die Seiten. Und Hannibals älterer Bruder Hasdrubal schlägt mit der Kavallerie von hinten zu. Für die Römer gibt es kein Entkommen. Hasdrubal reitet nun in den Rücken der Römer und greift sie von hinten an. Das ist die berühmte Umfassungsschlacht. Nie zuvor in der Geschichte der Kriegsführung war sie angewandt worden. Es ist ein brillantes Manöver. Hannibal begriff, dass die römische Armee fast unaufhaltsam ist, wenn sie geradeaus angreift. Ihre Formationen können sich jedoch nur vor- und zurück bewegen. Sie können nicht wenden und sie können den Gegner nicht umfassen. Wenn man genau weiß, wie der Gegner kämpfen wird, dann ist es nicht allzu schwer, ihn zu besiegen. Noch vor Sonnenuntergang haben Hannibals Truppen eine unglaubliche Zahl römischer Soldaten getötet. Die Schlacht von Cannae war so todbringend, dass sie in der Militärterminologie einen neuen Begriff hervorbrachte. Man nannte es die Vernichtungsschlacht. Der Gegner wurde nicht besiegt, er wurde vernichtet, ausgelöscht. Cannae gilt als eine der blutigsten und brutalsten Schlachten der Geschichte. An einem einzigen Tag wurden über 70.000 Römer niedergemetzelt. 70.000 Tote auf einer Fläche nur doppelt so groß wie der Central Park in New York. Und das im Zeitalter vor den mechanischen Waffen. Man muss sich das vorstellen. Wie lange braucht man, um 70.000 Menschen mit Schwert und Speer umzubringen, einen nach dem anderen? Die Antwort scheint zu sein, etwa 6 Stunden. Hannibal steht kurz davor, seinen Traum von Roms Kapitulation zu verwirklichen. Doch der Sieg bei Cannae repräsentiert in Wirklichkeit das Ende von Hannibals Erfolgen auf diesem Feldzug.
Nach der Schlacht drängt der Kommandant der numidischen Kavallerie, Maharbal, Hannibal dazu, direkt auf Rom zu marschieren. Doch Hannibal weigert sich. Darauf soll er entgegnet haben: Zu siegen weißt du, Hannibal, aber nicht den Sieg auszunutzen. Vielleicht hat Hannibal geglaubt, dass sich Rom nach dieser verheerenden Niederlage ergeben würde. Vielleicht wusste er aber auch, dass eine Belagerung Roms ohne Nachschub unmöglich aufrechtzuerhalten wäre. Cannae liegt etwas mehr als 300 Kilometer von Rom entfernt. Er war nah, aber nicht nah genug. Was immer der Grund sein mag, näher als Cannae kommt Hannibal der Erfüllung seines Racheschwurs nicht. Hannibal versucht nach Cannae mit den Römern einen Friedensvertrag auszuhandeln. Doch die Römer weigern sich. Sie verbieten sogar gesetzlich das Wort Frieden. Kein Bürger durfte daran auch nur laut denken. Letztlich beschließen die Römer, wieder zu der fabianischen Strategie der Zermürbung zurückzukehren. Statt zu versuchen, Hannibal auf dem Schlachtfeld zu schlagen, versuchen sie, ihn zu überdauern. Man muss sich das wirklich vorstellen. Rom mit all seiner militärischen Macht sagt, den Mann können wir nicht schlagen. Wir können nur versuchen, ihn in Schach zu halten. Hannibal gelang es, viele der süditalienischen Städte zum Überlaufen zu bewegen. Er konnte also jegliche Art von Nachschub vor Ort bekommen. Doch er konnte den Schwur gegenüber seinem Vater nicht erfüllen. Er konnte Rom nicht besiegen. Trotz all seiner Triumphe auf dem Schlachtfeld muss man Hannibals Feldzug als Niederlage betrachten. Letztlich gibt er seinen Plan, Rom zu Fall zu bringen, auf und segelt zurück nach Karthago. Als moderneres Gegenstück könnte man etwa Robert E. Lee betrachten. Während des amerikanischen Bürgerkriegs gewann Lee fast jede seiner Schlachten. Aber im Endeffekt verlor er den Krieg. Ganz egal, wie viele Schlachten man gewinnt, letztlich ist eine Schlacht nur ein Mittel zu einem Zweck, den Krieg strategisch zu gewinnen. In dieser Hinsicht waren Hannibals Feldzüge Niederlagen. Die einzelnen Schlachten waren siegreich, doch die Strategie, Rom in die Knie zu zwingen, versagte. Ironischerweise war es Hannibals Invasion, die die Ereignisse in Gang setzte, welche die Römische Republik fast ein Jahrhundert später in ein Imperium verwandeln sollten. Hätte es Hannibal und den Zweiten Punischen Krieg nicht gegeben, hätte Rom wahrscheinlich nie eine derartige Größe erreicht. Hannibals Taktik und List, seine Entschlossenheit, seine Kühnheit und sein Genie werden noch heute weltweit in Militärkreisen gelehrt. Die größte Lehre scheint jedoch folgende zu sein. Hannibal konnte zwar die römischen Armeen vernichtend schlagen, Rom selbst aber nie zerstören. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Rom und Karthago aneinander geraten würden. Es war ein entsetzlich blutiger Krieg. Die Schlacht an der Trebia ist ein klassisches Beispiel dafür, wie das Überraschungsmoment eine ganze Schlacht entscheiden kann. Das Ergebnis war ein einziges Gemetzel. Der Befehlshaber ist. Er könnte ihm gefährlich werden. Doch als Scipio an der Stelle eintrifft, wo sich Hannibals Armee eigentlich befinden sollte, ist sie verschwunden. Scipio zwang Hannibal, seinen Plan zu ändern. Statt entlang der Mittelmeerküste nach Rom zu marschieren, wird Hannibals Angriff nun aus dem Norden kommen, über die Alpen. Hannibal nahm nicht aus strategischen Gründen den Weg über die Alpen. Es war ganz einfach die Route, die ihm durch die Römer und die Umstände aufgezwungen wurde. Hannibal erreicht die Alpen im Herbst des Jahres 218 vor Christus. Hier treffen er und seine 50.000 Soldaten auf frostige Temperaturen, tückisches Eis und schmales, felsiges Gelände. Seine Männer sind hungrig und die Vorräte begrenzt. Neben der Infanterie führt Hannibal 9.000 Mann Kavallerie und 37 Elefanten an.
Alle großen Armeen verfügten zu der Zeit über Elefanten. Als die Karthager gegen die Griechen kämpften, hatten sie noch Streitwagen. Diese hatten gegen die Elefanten der Griechen keine Chance. Da sagten sie sich, weg mit den Streitwagen. Wir ersetzen sie durch Elefanten. Zum Zeitpunkt des Punischen Krieges hatte Karthago allein in der Hauptstadt 300 Kriegselefanten. Mit einer so großen Streitmacht die Alpen zu überqueren, ist ein schwieriges Unterfangen. Für Hannibal und seine Armee hat es schreckliche Konsequenzen. Männer erfrieren, Männer verhungern. Einmal versperrt ihnen ein Erdrutsch den Weg. Es ist die Hölle. Sie sind noch nicht mal am schwierigsten Punkt der Überquerung, da gehen ihnen die Vorräte aus. Sie kommen zu einem gallischen Dorf, wo ihnen Proviant und Nachschub angeboten werden. Hannibal nimmt die Hilfe an, aber er ist misstrauisch. Er weiß, dass die Gallier manchmal wohlgesonnen sind und manchmal nicht. Hannibal vertraut den Galliern nicht, nimmt aber die Hilfe an. Dann führen sie ihn zu einem engen Pass. Hannibals Verdacht war wohl begründet. Plötzlich sind die Gallier verschwunden. Es ist eine Falle. Die Gallier haben Hannibal in einen Hinterhalt gelockt. Felsbrocken und Pfeile regnen auf die Karthager herab. Im Laufe seines Feldzugs begegnet Hannibal verschiedenen Stämmen. Die meisten davon waren Gallier, ein Stammesvolk, das ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Frankreich lebte. Zerstören und damit den Zorn des römischen Generals Flaminius entfachen, der der Verwüstung von den Stadtmauern Arretiums aus zusieht. Flaminius ist völlig entsetzt. Nicht nur, weil diese Gegend zerstört wird, sondern weil er genau weiß, was Hannibal vorhat. Statt Flaminius innerhalb der Stadtmauern anzugreifen, sendet Hannibal eine Botschaft an andere römische Verbündete. Damit sagt Hannibal diesen Verbündeten, wer Rom die Treue hält, den erwartet ein ähnliches Schicksal. Er möchte die Verbündeten abwerben. Außerdem ist es ein Zeichen von Schwäche, dass die Römer sein Treiben nicht unterbinden. Hannibal kennt seinen Gegner gut und möchte Flaminius auf das Schlachtfeld locken. Warum? Er will so viele Römer wie nur möglich töten, bis der römische Senat genug vom Krieg hat und ein Friedensabkommen will. Das erreicht man nicht mit einer Belagerung. Man muss den Feind aufs Schlachtfeld locken. Hannibal reizt Flaminius weiter, indem er mit seiner Armee direkt vor den Mauern Arretiums entlang marschiert. Hannibal hält gerade genug Abstand, um Flaminius herauszufordern. Was er damit eigentlich sagt, ist, komm doch, verlass deine schützende Festung und kämpfe wie ein Mann. Schließlich schnappt Flaminius nach dem Köder. Er verfolgt Hannibal, der immer ein oder zwei Tage vor ihm bleibt. So kann er das Terrain erkunden und sich den vorteilhaftesten Ort für einen Kampf aussuchen. Hannibal und seine 30.000 Mann passieren den Ort Passignano und erreichen einen hügeligen Wald entlang des Trasimenischen Sees. Flaminius ist ihnen dicht auf den Fersen. Die Straße führt den nun auf einem Pferd reitenden Hannibal zu einem Engpass zwischen den Bergen und dem Seeufer. Inzwischen sind Hannibals Elefanten alle tot. Und als er in diese enge Passage zwischen Klippen und See einmarschiert, bemerkt er sofort den taktischen Vorteil, den diese Landschaft bietet. Hannibal hat den perfekten Ort für seine nächste Schlacht gefunden. Und der verschafft ihm einen entscheidenden Vorteil. Am Morgen steigt vom See ein dichter Nebel auf und verhüllt das gesamte Tal. Eine Deckung wie auf Bestellung. Hannibal befiehlt einigen seiner Männer, am anderen Ende des Tals ein Lager aufzuschlagen. Bestens sichtbar für jeden, der durch den Pass kommt. Es heißt, Hannibal habe Speer weit voraus in die Hügel geschickt, um Lagerfeuer zu entzünden. Die Römer sollten denken, dass er weiter sei, als er eigentlich war. Noch immer auf Hannibals Fersen erreicht Flaminius Passignano und schickt einen Erkundungstrupp in den Engpass. Dieser berichtet, dass der Pass für einen Hinterhalt zu eng sei. Im Morgengrauen des nächsten Tages beginnt die römische Armee, sich durch den Engpass zu bewegen. Als Flaminius das Tal erreicht,
steigt wieder der Un... 1000 Reiter auf sich zustürmen. Die karthagische Kavallerie trifft die Römer unvorbereitet und drängt sie zurück zum Fluss, wo sie gnadenlos niedergemetzelt werden. Von den 40.000 Römern und Verbündeten fanden an diesem Tag 28.000 Männer an den Ufern der Trebia den Tod. Das war die schlimmste Niederlage, die die Römer seit 125 Jahren erlitten hatten. Damals verloren sie gegen die Gallier. Die Schlacht an der Trebia ist ein klassisches Beispiel dafür, wie das Überraschungsmoment eine ganze Schlacht entscheiden kann. Das Ergebnis war ein einziges Gemetzel. Aber auch Hannibal erleidet an der Trebia Verluste. Seine Elefanten sterben an Hunger und Erschöpfung. Er reitet den einzigen Überlebenden mit dem Namen Sirius. Das Grauen von Trebia zwingt den römischen Senat dazu, 4 neue Legionen zu entsenden, ca. 20.000 Mann. Rom ernennt zudem 2 neue Konsuln, um die Männer in die Schlacht zu führen, Gnaeus Servilius Geminus und Gaius Flaminius. Ihr Ziel heißt Hannibal, ihn sollen sie aufspüren und vernichten. Im Frühjahr 217 vor Christus beschließen die Römer, dass sie Hannibals Vorstoß nach Süden am besten aufhalten könnten, indem sie ihre Armee aufspalten. Geminus zieht nordöstlich zu der Küstenstadt Ariminum. Flaminius marschiert in westliche Richtung nach Arretium. Sie lassen jedoch die Route durch das Sumpfland des unteren Arno-Tals außer Acht. Diese Moore waren ein enorm großes Sumpfland, das vom Fluss Arno geschaffen worden war. Es ist voller Insekten und Schlangen, eine furchteinflößende natürliche Barriere. Dass irgendwer so verrückt sein könnte, da durchzumarschieren, glaubte keiner der beiden römischen Befehlshaber. Hannibal war jedoch berühmt dafür, das Unerwartete zu tun. Und natürlich versucht er, die Moore zu durchqueren. Dieser Zug kommt Hannibal teuer zu stehen. Hannibal ritt auf Sirius, dem letzten seiner Elefanten. Dabei wurde er angeblich von einem Insekt ins Auge gestochen. Es entzündete sich und er wurde auf diesem Auge blind. Doch Hannibal ist unerschütterlich. Er schleicht zwischen den beiden römischen Armeen hindurch und erreicht die Toskana. Die Karthager stecken die Landschaft in Brand. Hannibal beginnt, die toskanische Ebene niederzubrennen. Häuser, Städte. Er schlachtet Tiere und fällt Bäume. Hannibals Plan? Er will die Gegend, die Alpen. Hannibal nahm nicht aus strategischen Gründen den Weg über die Alpen. Es war ganz einfach die Route, die ihm durch die Römer und die Umstände aufgezwungen wurde. Hannibal erreicht die Alpen im Herbst des Jahres 218 vor Christus. Hier treffen er und seine 50.000 Soldaten auf frostige Temperaturen, tückisches Eis und schmales, felsiges Gelände. Seine Männer sind hungrig und die Vorräte begrenzt. Neben der Infanterie führt Hannibal 9.000 Mann Kavallerie und 37 Elefanten an. Alle großen Armeen verfügten zu der Zeit über Elefanten. Als die Karthager gegen die Griechen kämpften, hatten sie noch Streitwagen. Diese hatten gegen die Elefanten der Griechen keine Chance. Da sagten sie sich, weg mit den Streitwagen. Wir ersetzen sie durch Elefanten. Zum Zeitpunkt des Punischen Krieges hatte Karthago allein in der Hauptstadt 300 Kriegselefanten. Mit einer so großen Streitmacht die Alpen zu überqueren, ist ein schwieriges Unterfangen. Für Hannibal und seine Armee hat es schreckliche Konsequenzen. Männer erfrieren, Männer verhungern. Einmal versperrt ihnen ein Erdrutsch den Weg. Es ist die Hölle. Sie sind noch nicht mal am schwierigsten Punkt der Überquerung, da gehen ihnen die Vorräte aus. Sie kommen zu einem gallischen Dorf, wo ihnen Proviant und Nachschub angeboten werden. Hannibal nimmt die Hilfe an, aber er ist misstrauisch. Er weiß, dass die Gallier manchmal wohlgesonnen sind und manchmal nicht. Hannibal vertraut den Galliern nicht, nimmt aber die Hilfe an. Dann führen sie ihn zu einem engen Pass.
Hannibals Verdacht war wohl begründet. Plötzlich sind die Gallier verschwunden. Es ist eine Falle. Die Gallier haben Hannibal in einen Hinterhalt gelockt. Felsbrocken und Pfeile regnen auf die Karthager herab. Im Laufe seines Feldzugs begegnet Hannibal verschiedenen Stämmen. Die meisten davon waren Gallier, ein Stammesvolk, das ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Frankreich lebte. Sie sind kein vereinigtes Volk und normalerweise verbünden sie sich nicht gegen gemeinsame Feinde. Manche schließen sich Hannibal an, manche bekämpfen ihn. In diesem Fall wollen die Gallier Blut. Die Schlucht wird zu einer tödlichen Falle. Gallier versperren beide und lässt seine Soldaten in einer römischen Formation antreten, die sich von den gewöhnlichen Formationen etwas unterscheidet. Die Soldaten rücken ein bisschen enger zusammen als früher, sodass die Front kürzer, aber die Formation viel tiefer ist. Nur 90 Meter entfernt bringt Hannibal seine eigene Infanterie mit 35.000 Mann in Position. In einer Aufstellung, die auf einem westlichen Schlachtfeld noch nie zuvor gesehen wurde. Normalerweise stellte man eine Infanterielinie gerade auf. Er stellt sie in einem gewölbten Bogen auf, mit dem Bauch des Bogens in Richtung der römischen Linien. Hannibal selbst führt die Infanteriemacht vom Zentrum der Linie aus an. Eine vernichtende Schlacht beginnt. Die Infanterieschlacht tobt heftig. Doch es ist die karthagische Kavallerie, der erste wichtige Schlag gelingt. Schwere Kavallerie kracht mit solch heftiger Wucht in die römische Kavallerie, dass diese zerschlagen wird. Angesichts der eigenen Verluste fliehen die Überlebenden. Bei dem Versuch, diesem überwältigenden Angriff zu entkommen, werden die Römer in vollem Lauf niedergemetzelt. Es ist der Anfang einer der berühmtesten Schlachten aller Zeiten. Hinter den feindlichen Linien befiehlt der karthagische Kavalleriekommandant einem Teil seiner Truppe, die numidische Kavallerie auf der anderen Seite des Schlachtfeldes zu unterstützen. Mit einer Übermacht von beinahe 4:1 macht die karthagische Kavallerie an den Flanken kurzen Prozess mit der Römer. Im Zentrum drängt die schwere römische Infanterie Hannibal zurück. Doch es ist ein Trick. Hannibal weicht absichtlich zurück. Und deshalb hat Hannibal seine Männer ursprünglich in einem Halbkreis aufgestellt. Er wusste, dass die Mitte zurückweichen würde und dass seine Flanken standhalten würden. Die Römer schicken siegesgewiss mehr Truppen in die Mitte. Die ursprüngliche Bogenform der karthagischen Linie ähnelt nun einem V. Je mehr sich Hannibals Infanterie zurückdrängen lässt, umso tiefer werden die römischen Einheiten in eine V-förmige Linie gezogen. Je weiter sie vordringen, desto enger werden sie zusammengedrängt. In diesem V zusammengedrängt, kann die römische Infanterie sich nur in eine Richtung bewegen, geradeaus. Die Legion macht sich im Eilschritt auf, erstürmt den Hügel und fällt in Hannibals Lager ein. Die Römer schlagen in wildem Kampf auf Hannibals Infanterie Nachhut ein. Plötzlich machen Hannibals Männer kehrt und fliehen. Das verleitet die Römer dazu, sie zu verfolgen. Dann lässt Hannibal eine der tödlichsten Fallen der Kriegsgeschichte zuschnappen. 30.000 Mann karthagische Infanterie und Kavallerie erheben sich aus dem Morgennebel und treffen auf die überraschte römische Streitmacht. Die Römer sitzen in der Falle. Die Schlacht tobt entlang des Ufers des Trasimenischen Sees. Hannibals hispanische und afrikanische Infanterie attackiert die römische Spitze. Wilde keltische Stammeskrieger greifen die Mitte an. Numidische leichte Kavallerie attackiert die Römer von hinten.
Die Römer sind gefangen. Es ist schrecklich. Sie sind in Marschlinie, nicht einmal in Gefechtsformation. Sie haben ihre Waffen nicht gezogen und diese riesige Armee trifft sie direkt in der Flanke und metzelt sie gnadenlos nieder. Hannibal geht am Trasimenischen See zwei große Wagnisse ein. Zum einen, dass der Nebel zurückkehrt und seine 30.000 Mann in den Hügeln verbirgt. Zum anderen, dass Flaminius sein fingiertes Lager angreift. Beide Wetten gewinnt er. Von 20.000 Römern sterben innerhalb von 3 Stunden etwa 15.000 Mann, darunter Flaminius selbst. Hannibals Verluste? 1500. Das ist ein Verhältnis von 10 zu 1. Bei einem der erfolgreichsten Hinterhalte der Geschichte wurde eine weitere römische Armee vernichtend geschlagen. Mit 29 Jahren ist Hannibal bereits ein legendärer Taktiker. In weniger als 2 Jahren hat Hannibal Rom 3 katastrophale Niederlagen eingebracht. 2000 Mann am Ticinus, 30.000 an der Trebia und nun 15.000 am Trasimenischen See. Noch nie hatte Rom eine solche Serie von Niederlagen erlebt. Angesichts dieser Niederlage trifft der römische Senat eine verzweifelte Entscheidung. Er ernennt einen Diktator, um Hannibal endlich ein Ende zu bereiten. Dieser Mann ist Quintus Fabius Maximus. Dass ein Diktator ernannt wird, ist in der römischen Geschichte äußerst selten. Die Vorstellung, einem Mann absolute Gewalt zu verleihen, nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Zur Sicherheit war seine Amtszeit auf 6 Monate begrenzt. Fabius stockt die Armee auf 90.000 Mann auf, die bestehen. Hannibal ritt auf Sirius, dem letzten seiner Elefanten. Dabei wurde er angeblich von einem Insekt ins Auge gestochen. Es entzündete sich und er wurde auf diesem Auge blind. Doch Hannibal ist unerschütterlich. Er schleicht zwischen den beiden römischen Armeen hindurch und erreicht die Toskana. Die Karthager stecken die Landschaft in Brand. Hannibal beginnt, die toskanische Ebene niederzubrennen. Häuser, Städte. Er schlachtet Tiere und fällt Bäume. Hannibals Plan? Er will die Gegend zerstören und damit den Zorn des römischen Generals Flaminius entfachen, der der Verwüstung von den Stadtmauern Arretiums aus zusieht. Flaminius ist völlig entsetzt. Nicht nur, weil diese Gegend zerstört wird, sondern weil er genau weiß, was Hannibal vorhat. Statt Flaminius innerhalb der Stadtmauern anzugreifen, sendet Hannibal eine Botschaft an andere römische Verbündete. Damit sagt Hannibal diesen Verbündeten, wer Rom die Treue hält, den erwartet ein ähnliches Schicksal. Er möchte die Verbündeten abwerben. Außerdem ist es ein Zeichen von Schwäche, dass die Römer sein Treiben nicht unterbinden. Hannibal kennt seinen Gegner gut und möchte Flaminius auf das Schlachtfeld locken. Warum? Er will so viele Römer wie nur möglich töten, bis der römische Senat genug vom Krieg hat und ein Friedensabkommen will. Das erreicht man nicht mit einer Belagerung. Man muss den Feind aufs Schlachtfeld locken. Hannibal reizt Flaminius weiter, indem er mit seiner Armee direkt vor den Mauern Arretiums entlang marschiert. Hannibal hält gerade genug Abstand, um Flaminius herauszufordern. Was er damit eigentlich sagt, ist: Komm doch, verlass deine schützende Festung und kämpfe wie ein Mann. Schließlich schnappt Flaminius nach dem Köder. Er verfolgt Hannibal, der immer 1 oder 2 Tage vor ihm bleibt. So kann er das Terrain erkunden und sich den vorteilhaftesten Ort für einen Kampf aussuchen. Hannibal und seine 30.000 Mann passieren den Ort Pasignano und erreichen einen hügeligen Wald entlang des Trasimenischen Sees. Flaminius ist ihnen dicht auf den Fersen. Die Straße führt den nun auf einem Pferd reitenden Hannibal zu einem Engpass zwischen den Bergen und dem Seeufer. Inzwischen sind Hannibals Elefanten alle tot. Und als er in diese enge Passage zwischen Klippen und See einmarschiert, bemerkt er sofort den taktischen Vorteil, den diese Landschaft bietet. Hannibal hat den perfekten Ort für seine nächste Schlacht gefunden. Und der verschafft ihm einen entscheidenden Vorteil. Am Morgen steigt vom See ein dichter Nebel auf und verhüllt das gesamte Tal. Eine Deckung wie auf Bestellung. Hannibal der Region.
Die Römer sind ein sehr kriegerisches Volk. Sie sind noch kein Imperium, aber man sieht bereits jetzt, wie die Republik langsam ihre Grenzen erweitert. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Rom und Karthago aneinander geraten würden. Hannibals brutale Zerstörung Sagunts ist eine Herausforderung an Rom. Eine Einladung zu einer kriegerischen Auseinandersetzung. Die Belagerung Sagunts dauerte unseres Wissens nach 8 Monate. Aus historischer Sicht fehlen uns einige Details. Was wir aber wissen, ist dies. Sobald die Mauern durchbrochen und die karthagischen Truppen eingedrungen waren, ermordeten sie die Männer und verkauften die Frauen und Kinder als Sklaven. Nach diesem Angriff auf seinen Verbündeten lautet die Antwort Roms: Nehmt Hannibal gefangen und kreuzigt ihn. Der römische Geschichtsschreiber Livius schildert eine berühmte Szene. Der römische Gesandte packt mit beiden Händen seine Toga und sagt: Rom bringt euch Krieg oder Frieden. Es ist eure Wahl. Hannibal und die Karthager wählen den Krieg. Die Wurzeln dieses Krieges reichen fast ein halbes Jahrhundert zurück. Im sogenannten Ersten Punischen Krieg kämpften Römer und Karthager erbittert gegeneinander. 400.000 Opfer, fast 15% des römischen Militärs, wurde in diesem Krieg vernichtet. Es war ein entsetzlich blutiger Krieg. Das Römische Reich gewinnt den Krieg und Karthago kommt der Friedensvertrag teuer zu stehen. Ein Teil des Vertrages mit Rom besteht darin, dass Karthagos Flotte auf 100 Schiffe begrenzt wurde. Für eine See- und Handelsmacht ist das fatal. Nach dem Verlust des Großteils seiner Handelsflotte nutzt Karthago seine militärische Stärke, um die Reichtümer Hispaniens auszubeuten. Es stellt sich heraus, dass Hispanien über gewaltige Silberminen verfügt. Die Karthager beuten die Minen aus und entschließen sich, lieber ihre Landstreitkräfte auszubauen als ihre Flotte. Diese waren nämlich seit dem Ersten Punischen Krieg erheblich dezimiert. Hannibals Vater, Hamilkar Barkas, einer der erfahrensten Generäle Karthagos, führt die Armee nach Hispanien. Hamilkar Barkas ist der Begründer einer großen Militärdynastie Karthagos, den sogenannten Barkiden. Und er hasste die Römer abgrundtief. Die Welt des jungen Hannibal ist gewalttätig und blutig. Er sieht seinem Vater Lehre und Vorbild bei seinen brutalen Schlachten zu. Hannibal ist es neu, perfekt auf ihn einstellen. Die beiden gegnerischen Armeen kampieren auf gegenüberliegenden Seiten der Trebia, knapp 60 Meter voneinander entfernt. Das ist rein geografisch kein großes Hindernis. Es wird aber zum Hindernis, wenn man sich klar macht, dass es Dezember ist. Es ist kalt und es schneit. Es wäre qualvoll für eine Armee, unter diesen Bedingungen den Fluss zu überqueren. In seinem Plan nutzt Hannibal die kühlen Temperaturen, das hitzige Temperament des römischen Befehlshabers und das Überraschungsmoment. Im frühen Morgengrauen schickt er 2.000 oder 3.000 Mann Kavallerie über den Fluss, um das römische Lager anzugreifen. Die Römer werden entsetzt aus dem Schlaf gerissen und stolpern verwirrt in der Kälte umher. Der römische General Sempronius ist außer sich. Er befiehlt seinen Männern, den Fluss zu überqueren und anzugreifen. Sie stürzen sich also in das eiskalte Wasser, um Hannibals Männer zu verfolgen. 40.000 römische Infanteristen und 4.000 Kavalleristen überqueren den Fluss. Sie stellen sich in einer Schlachtformation auf, die aus mehreren Manipeln besteht. Manipel heißt buchstäblich eine Handvoll Männer. Jedes Manipel besteht aus etwa 120 Soldaten. Die Römer stellen sich in einer Schachbrettformation auf. Dies ist eine Formation, die dazu entworfen wurde, vorzustoßen und den Feind zu zermalmen. Doch Hannibal hat die passende Antwort: Elefanten. Die schweren Panzer der Antike. Sie attackieren die Flanken der römischen Kavallerie. Den Elefanten können die Speere nichts anhaben. Ihr Angriff lässt die Erde erzittern und versprengt die römischen Reiter. Hannibals Kavallerie, 10.000 Mann stark, ist um einiges größer als die der Römer.
Seine numidische Kavallerie ist so schnell und wendig, dass sie überall zugleich zu sein scheint. Hannibals schwere hispanische und keltische Kavallerie schlägt mit solcher Macht zu, dass sie die der Römer vernichtet. Hannibals karthagische Kavallerie wendet sich nach innen und zerschlägt die römischen Flanken. Er hat die Römer an drei Seiten umstellt, doch er ist noch nicht fertig. Hannibal hat eine weitere Überraschung für die römische Armee. Mittels speziell ausgebildeter Pferde hat er eine zusätzliche Kavallerieeinheit im hohen Gras versteckt. Ein Trompetensignal ertönt und eine karthagische Kavallerieeinheit prescht aus dem Sumpf zum Angriff. Die Römer schauen sich um und sehen 2000 Reiter auf sich zustürmen. Die karthagische Kavallerie trifft die Römer unvorbereitet, denn nach Rom zu marschieren, wird Hannibals Angriff nun aus dem Norden kommen, über die Alpen. Hannibal nahm nicht aus strategischen Gründen den Weg über die Alpen. Es war ganz einfach die Route, die ihm durch die Römer und die Umstände aufgezwungen wurde. Hannibal erreicht die Alpen im Herbst des Jahres 218 vor Christus. Hier treffen er und seine 50.000 Soldaten auf frostige Temperaturen, tückisches Eis und schmales, felsiges Gelände. Seine Männer sind hungrig und die Vorräte begrenzt. Neben der Infanterie führt Hannibal 9000 Mann Kavallerie und 37 Elefanten an. Alle großen Armeen verfügten zu der Zeit über Elefanten. Als die Karthager gegen die Griechen kämpften, hatten sie noch Streitwagen. Diese hatten gegen die Elefanten der Griechen keine Chance. Da sagten sie sich, weg mit den Streitwagen. Wir ersetzen sie durch Elefanten. Zum Zeitpunkt des Punischen Krieges hatte Karthago allein in der Hauptstadt 300 Kriegselefanten. Mit einer so großen Streitmacht die Alpen zu überqueren, ist ein schwieriges Unterfangen. Für Hannibal und seine Armee hat es schreckliche Konsequenzen. Männer erfrieren, Männer verhungern. Einmal versperrt ihnen ein Erdrutsch den Weg. Es ist die Hölle. Sie sind noch nicht mal am schwierigsten Punkt der Überquerung, da gehen ihnen die Vorräte aus. Sie kommen zu einem gallischen Dorf, wo ihnen Proviant und Nachschub angeboten werden. Hannibal nimmt die Hilfe an, aber er ist misstrauisch. Er weiß, dass die Gallier manchmal wohlgesonnen sind und manchmal nicht. Hannibal vertraut den Galliern nicht, nimmt aber die Hilfe an. Dann führen sie ihn zu einem engen Pass. Hannibals Verdacht war wohl begründet. Plötzlich sind die Gallier verschwunden. Es ist eine Falle. Die Gallier haben Hannibal in einen Hinterhalt gelockt. Felsbrocken und Pfeile regnen auf die Karthager herab. Im Laufe seines Feldzugs begegnet Hannibal verschiedenen Stämmen. Die meisten davon waren Gallier, ein Stammesvolk, das ungefähr auf dem Gebiet des heutigen Frankreich lebte. Sie sind kein vereinigtes Volk und normalerweise verbünden sie sich nicht gegen gemeinsame Feinde. Manche schließen sich Hannibal an, manche bekämpfen ihn. In diesem Fall wollen die Gallier Blut. Die Schlacht wird